Hier ist Attila von Adi Media und ich sage herzlich willkommen zu meinem ersten Videoblog. Ja, habe ich irgendwas ganz Besonderes ausgesucht, denn ich will eigentlich mal so einen Einblick machen mit dem Videoblog, was ich denn den ganzen Tag so mache. Also jeden Tag werde ich euch filmen, aber ich denke mal die Highlights und da gehört eins mit dazu. Viele von euch wissen es ja vielleicht gar nicht, was ich als Adi Media alles mache und da gehört an erster Stelle Videos, Filmen, Schneiden, Imagefilme, Musikvideos, alles Mögliche. Ja, und dann habe ich noch gleichzeitig eine Künstlervermittlung. Also habe einige Künstler, unter anderem wo wir jetzt gleich hinfahren. Einen DJ Ötzi-Double. Ja, dann selber bin ich noch DJ, mache auch ganz, ganz viel Werbung. Und ja, mit dem Videoblog will ich eigentlich euch wirklich zeigen, so wie ich halt arbeite. Und jetzt fahre ich gerade eben halt zum DJ Ötzi-Double. Und freue mich drauf. Und es geht heute nach Brandenburg und ich nehme euch einfach mal mit und stelle euch mal vor. Also, bis gleich. Absolut genial. So, das ist halt. Schönes Bastel. So, Freunde, ich hatte euch schon mal gesagt, ich habe euch schon vorher was aufgenommen. Es wäre ja der gute Jörg nie. Eigentlich heißt der Jörg Fox, Foxy. Manche sagen auch Meier. Hat ganz viele Namen, aber er hat ein Gesicht. Das ist das hier. So, und so haben sie ihn angekündigt hier. Ja? DJ Ötzi Double. So, Auftritt sind vorbei. Wie war's? War sehr schön und wir fahren jetzt nach Hause. Bei strahlendem Sonnenschein. Verabschieden wir uns von Brandenburg. Genau. Aber auf alle Fälle werden wir uns mal bei McDonalds noch mal kurz melden. Genau, wir melden uns. Machen wir irgendwas Schönes. Bis dahin. Dann. Tschüss. So, jetzt haben wir wie gesagt einfach mal Stopp gemacht. Sehenswürdigkeiten hier in Brandenburg. Und ich denke mal, bei einer sind wir jetzt stehen geblieben. Ja. Das sieht ja wirklich echt aus, echt wie der Echte, möchte man wieder sagen. Aber in Mönchengladbach, wir kennen uns ja schon seit zig Jahren und ich habe ihn dazu gebracht, es gab eine Presse und da habe ich ihn reingesteckt und jetzt sieht er aus wie die Jersey. Miss Busen sehen hier im Dorf. Es gibt sogar einen Busensportplatz. Da ist die Busensprache. Spontan. Ein wunderschönes Wochenende durch Busendorf. Klar, ne, Jörg? Genial. Oder Fox. Ich kann mir das vorstellen. Oder Foxy. Oder Meier. So, Busendorf raus, jetzt mal ein Kanin. Und tschüss. Hallo, hier ist mal der Attila und ja, ich wollte mich noch mal ganz kurz melden nach dem Video. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, es gab einige kleine Tonprobleme und natürlich auch kleine Probleme, was die Aufnahmen betrifft. Das möchte ich mal ganz kurz erklären. Ich habe das Ganze mit einer GoPro gefilmt und ich
bin bedeppert. Ja, ich hatte halt vorher einen Case, das heißt eine Schutzhülle. Irgendwo liegt die herum. Da, so sieht eine Schutzhülle aus für eine GoPro. Und da gibt es verschiedene hintere Aufsätze. Das bedeutet, jetzt ist eine, die hat so ein Loch und dann gibt es eine, die ist komplett zu. Ja, und wenn die zu ist, ist es genial. Da kann man damit unter Wasser gehen und die Kamera ist geschützt. Aber das Problem ist, der Ton klingt etwas dumpf. Und ich habe leider, wie gesagt, erst ziemlich zum Schluss festgestellt, dass ich das falsche Case hatte. Daher ist etwas der Ton etwas nicht ganz so toll. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir für das erste Video. Ich will ja auch ganz viel lernen. Aber es geht ja eigentlich mehr nicht um das Technische, sondern eher um das, was ich halt mache. Und ja, dumpf klang es trotzdem auch noch dazu, weil man hört es noch, ich bin etwas erkältet. Macht nichts, trotzdem mache ich für euch das Video. Mich würde es freuen, wenn ihr das Ganze jetzt abonniert, diesen Kanal. Und ihr könnt dann verfolgen, ja, was ich halt so mache. Es ist nicht jeden Tag ein Video, aber ab und zu mal mache ich für euch eins. Und somit könnt ihr dann mal mit live erleben, was passiert. Noch ganz wichtig, einige werden sich vielleicht fragen, warum höre ich denn nichts von DJ Ötzi, Double von DJ Fox. Ja, das Problem liegt einfach daher, wenn wir jetzt irgendeine Originalmusik drunter legen, beziehungsweise von dem Auftritt, dann kann es passieren, dass uns das Video gesperrt wird durch Urheberrechtsverletzungen bei YouTube und daher hört man eigentlich nichts. Es ist leider schade, aber wir können das nie ändern. Das will halt so das Recht bei YouTube, dass man halt, wie gesagt, erstmal die Rechte einholt. Und da haben wir natürlich keine für die ganzen Songs. Und daher hört ihr nichts. Leider. Aber ihr könnt einiges bei YouTube finden vom DJ Double, vom DJ Fox. Und aber hier auf diesem Kanal wird es erstmal keine Originalmusik geben. So, ich sage vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Sagt euer Adi von Adi Media.